Sie vermieten zum ersten Mal und fragen sich, was überhaupt im Mietvertrag stehen muss. Wir erklären, was im Mietvertrag enthalten sein sollte und worauf Sie bei einer Vorlage aus dem Netz achten müssen. Das Mietrecht setzt Vermieterinnen und Vermietern enge Grenzen bei der Gestaltung des Mietvertrags. Werden Klauseln nicht korrekt formuliert, verlieren sie ihre Gültigkeit. Formulierungsfehler haben schon oft dazu geführt, dass ganze Passagen im Vertrag unwirksam werden. Verwenden Sie auf jeden Fall eine aktuelle Vertragsvorlage. Bestehende Gesetze werden nämlich regelmäßig durch Urteile des Bundesgerichtshofs ergänzt. Die Vorlage sollte von Experten erstellt worden sein und sich speziell auf die Art von Immobilie beziehen, die Sie vermieten möchten. Bei ImmoScout24 finden Sie die entsprechenden Vorlagen. Einfach hier oben klicken. In den Beschreibungen zu diesem Video finden Sie auch noch einen Link. Unsere Mietvertragsvorlagen werden von Experten erstellt und monatlich aktualisiert. Bis heute haben sich tausende Vermieterinnen und Vermieter unsere Musterverträge runtergeladen. Sie wollen das erste Mal vermieten? Ein unüberlegt aufgesetzter Mietvertrag kann schnell sehr teuer werden. Er sollte nicht nur korrekt und aktuell sein, sondern auch alle Details klären. Was nicht im Mietvertrag steht, das kann auch nicht nachträglich eingefordert werden. Ist zum Beispiel die Zahlung der Nebenkosten nicht vereinbart, kann auch keine Nebenkostenabrechnung erstellt werden. Auch wenn viele die Zahlung der Nebenkosten als selbstverständlich betrachten. Das Gleiche gilt übrigens für die Kaution, für Schönheitsreparaturen oder für die Umlage der Grundsteuer. Doch das Erste, worüber neue Vermieterinnen oder Vermieter entscheiden müssen, ist die Art von Mietvertrag. Neben Standardmietverträgen unterscheidet man grob zwischen Zeitmietverträgen, Staffelmietverträgen und Indexmietverträgen. Wir erklären kurz den Unterschied. Der Zeitmietvertrag ist der sogenannte befristete Mietvertrag. Hier können Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung für einen festgelegten Zeitraum vermieten. Die Befristung muss begründet werden und im Vertrag festgehalten sein. Das Mietverhältnis endet dann ohne Kündigung zum vereinbarten Zeitpunkt. Beim Staffelmietvertrag sind jährlich steigende Mieten möglich. Zwischen zwei Staffeln muss aber mindestens ein Jahr liegen. Jede andere Mieterhöhung ist ausgeschlossen. Bei einer Staffelmiete wird also bereits im Mietvertrag festgehalten, wann sich die Netto-Kaltmiete um welchen Betrag erhöht. Das schafft für beide Parteien Planungssicherheit. Der Vorteil für Vermieterinnen und Vermieter ist die Erleichterung der regulären Mieterhöhung. In Gebieten mit Mietpreisbremse gilt, dass die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal 10% überschritten werden darf. Auch mit einem Staffelmietvertrag sind Sie daran gebunden. Die Staffelmiete erlaubt es aber, einen Zeitmietvertrag mit der Staffelung zu kombinieren. Hier gilt eine Frist von maximal 4 Jahren, für die Sie den Mieter oder die Mieterin binden können. Innerhalb dieser Frist darf er oder sie nicht kündigen, es sei denn, es liegt ein außerordentlicher Kündigungsgrund vor. Kommen wir zum Indexmietvertrag. Der ist ein wenig komplizierter. Hier einigen sich die Vertragspartner darauf, dass sich die Miete an den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte orientiert. Wird eine Indexmiete vereinbart, muss die Miete jeweils für ein Jahr unverändert bleiben. Steht bei einer Indexmiete eine berechtigte Erhöhung an, ist keine Zustimmung durch den Mieter erforderlich. Sinnvoll ist eine Indexmiete, wenn Sie die Wohnung unkompliziert zur ortsüblichen Miete vermieten möchten. In diesem Fall kann die Miete entsprechend dem Lebenshaltungsindex erhöht werden, was ohne Indexmiete nicht möglich wäre. In Großstädten mit starkem Zuzug kann die ortsübliche Vergleichsmiete aber auch stärker steigen als der Lebenshaltungsindex. In Gebieten mit Mietpreisbremse gelten folgende Vorgaben. Die Ausgangsmiete muss den Vorgaben laut Mietpreisbremse entsprechen, aber Erhöhungsschritte sind unabhängig davon möglich. Dadurch kann die Miete dauerhaft höher ausfallen. Sie sehen, schon mit der Entscheidung über die Art des Mietvertrags können Sie die Höhe der Mietzahlung, die Dauer der Anmietung und zukünftige Mieterhöhung planen. Je nachdem, wo Ihr Objekt steht und welche lokalen Regelungen gelten, lohnt sich mal das eine oder das andere Vertragsmodell. Rechnen Sie sich das vorher auf jeden Fall aus. Aber nicht nur die Art des Mietvertrags ist wichtig. Sie sollten auch einige relevante Details kennen, die mit dem Mietvertrag geregelt werden. Einige möchte ich hier kurz anreißen. Als finanzielle Sicherheit können Sie eine Kaution von höchstens 3 Monats Kaltmiete verlangen. Die Höhe der Kaution muss im Mietvertrag festgehalten werden. Treffen Sie im Mietvertrag auch genaue Bestimmungen über Zahlungsart der Miete und die Höhe der Mietnebenkosten. Betriebskosten für das Objekt können Sie umlegen. Dafür gibt es mehrere gängige Verfahren und Umlageschlüssel, die ebenfalls im Vertrag festgelegt sein sollten. Der Mietvertrag sollte auch bestimmte Regelungen für den zulässigen Gebrauch der Wohnung enthalten. Zum Beispiel die Anzahl der Mieterinnen und Mieter in einer Wohnung. Auch kann die gewerbliche Nutzung definiert oder untersagt werden. Die Hausordnung sollte dem Vertrag als Anhang beigefügt werden. Sie enthält Regeln für das Zusammenleben im Haus und gilt für alle Mieterinnen und Mieter. Damit sie gilt, muss sie auch im Mietvertrag erwähnt werden. Die in unserer Vorlage vorgegebene Kleinreparaturklausel sollten Sie nicht so einfach ändern oder ergänzen, da sie sonst rechtlich nicht mehr wirksam sein könnte. Demnach muss die Mieterin oder der Mieter die Kosten für Kleinreparaturen bis maximal 100 Euro je Reparatur selber übernehmen. Für welche Fälle das gilt, ist ebenfalls in unserer Vorlage festgelegt. Grundsätzlich
muss der Vermieter die Kosten für Schönheitsreparaturen tragen. In einer Sonderklausel kann vereinbart werden, dass bestimmte Arbeiten wie Streichen und Tapezieren von den Mieterinnen und Mietern übernommen werden. Halten Sie sich auch hier genau an den Text unserer Vorlage. Und nochmal, für einen wasserdichten Mietvertrag sollten Sie mit Änderungen und Zusatzklauseln vorsichtig sein. Klauseln, die dem geltenden Recht widersprechen, können vor Gericht nicht bestehen. Im Konfliktfall haben Sie Nachteile. Das war jetzt ganz schön viel, obwohl es nur ein rudimentärer Überblick war. Weitere Informationen rund um den Mietvertrag finden Sie auf unseren Seiten. Die Links stehen in der Videobeschreibung. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Ratgebers rund um den Mietvertrag. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen und abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.